Sehen Sie nun die Eröffnung des ersten Bauabschnitts der Ortsumgehung Langelsheim. Die Anwohner von Langelsheim sehen ruhigeren Zeiten entgegen. Denn am 27. Juni wurde das erste Teilstück der B82N eröffnet. Mit dem Bau der Umgehungsstraße soll es zu einer spürbaren Verkehrsentlastung für die Stadt Langelsheim kommen. Infolge starker Niederschläge hatte sich die Fertigstellung des 2,9 Kilometer langen Streckenabschnitts um ein Jahr verzögert. Bevor der neue Straßenabschnitt durch den Leiter des Straßenbauamtes Goslar, Dieter Ludewig, und den Bürgermeister der Stadt Langelsheim, Erich Heine, offiziell für den Autoverkehr freigegeben wurde, nutzten einige Radfahrer die letzte Gelegenheit, die neue Fahrbahn per Rad zu erkunden. An der Anschlussstelle unterhalb der MSW Chemie wird der Verkehr Richtung Süden künftig über die neue Trasse geleitet, während der Verkehr Richtung Astfeld weiter durch Langelsheim rollt. Dazu müssen die Fahrzeugführer von der Fahrbahn abbiegen und die B82N unter einer Brücke unterqueren, wodurch sie auf die alte Bundesstraße gelangen. Das wird sich im nächsten Jahr ändern, denn dann soll auch der zweite Bauabschnitt eröffnet werden, sodass Langelsheim bis zur Kreisstraße 35 umfahren werden kann. Die Fertigstellung der gesamten Ortsumgehung ist für das Jahr 2002 vorgesehen. Die B82N wird auf ihrer gesamten Länge von 8 Kilometern drei Fahrspuren erhalten, wobei sich in der Mitte ein Überholstreifen befindet, der wechselseitig den beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen wird. Die Baukosten für das erste Teilstück belaufen sich auf 32 Millionen D-Mark, wobei die eigentlichen Erd- und Straßenbauarbeiten 14,6 Millionen D-Mark gekostet haben. 15 Millionen Mark waren für die 7 Brückenbauwerke erforderlich. 1,5 Millionen Mark mussten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gezahlt werden. Dass wir heute hier an dieser Stelle stehen können, wenn wir mal so einen kleinen Blick zurückwerfen, Herr Heine, so vor 30 Jahren waren so die ersten Ideen, um Asfeld-Langelsheim eine Umgehungsstraße zu bauen. So lange haben wir gebraucht, damit wir heute nun den ersten Teil dieser Umgehungsstraße dem Verkehr übergeben können. Dies bringt die Zeit nun mal mit sich, dass wir einen solch langen Planungsvorlauf haben. Was spielt da eine Zeit von rund 3 Jahren für eine Rolle, die wir gebraucht haben, um dieses erste Teilstück zu bauen? Das muss man sich mal klar machen, welche zeitlichen Verhältnisse wir hier haben. Eine Teilstrecke von rund 3 Kilometern. 32 Millionen teuer mit 7 Bauwerken und einem Erd- und Straßenbau los. Ich denke mal, eine Zeit von etwas über 3 Jahren ist da durchaus angemessen, wenngleich wir auch etwas früher hätten fertig werden wollen. Aber der Wettergott hat letztes Jahr nicht mitgespielt und wir hatten hier solch widrige Verhältnisse, dass wir erst heute die Strecke so weit haben, dass wir sie dem Verkehr übergeben können. Meine Herren, Herr Ludewig hat Ihnen eben gerade den Dank abgestattet, nämlich als Auftraggeber in Vertretung des Bundes für diese Baumaßnahme. Ich möchte aber ganz besonders an dieser Stelle dem Straßenbauamt Dank sagen. Ihnen stellvertretend, Herr Ludewig, für Ihre Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön für die konstruktive Mitarbeit in dem weiten Vorfeld, was hier zu erledigen war. Denn welche Klippen und welche Hindernisse hier zu überwinden waren, ist an dieser Stelle überhaupt gar nicht möglich aufzulisten. Ich denke, dass wir das vertrauensvoll und gut zusammen hingekriegt haben. Es war ja den Bürgern in Stadtteil Langelsheim sowie aber auch in Astfeld überhaupt nicht mehr zuzumuten, dass 24.000 Kraftfahrzeuge pro 24 Stunden praktisch durch ihre Wohnungen gefahren sind. Denn so dicht sind ja die Häuser an die B82 gebaut worden. Es wird jetzt eine Entlastung für den Stadtteil Langelsheim sicherlich werden. Obwohl sich das Ganze erst noch einspielen wird, der Verkehr aus Westen wird sicherlich noch voll über die alte B82 laufen. Der andere Verkehr, der in Richtung Osten fährt, wird sicherlich bis auf die L515 auf dieser neuen Straße bleiben. Der gesamte Schwerlastverkehr für die Chemetall wird dann schon in diesem Bereich auch abgefahren werden können. Und der Verkehr, der sich in den Harz weiterentwickelt,
wird dann Langelsheim selbst nicht mehr tangieren. Es wird sicherlich eine Entlastung werden, aber das Ganze muss sich auch erst einspielen. Nochmals herzlichen Dank und mein besonderer Wunsch ist es, dass wir natürlich die nächsten beiden Abschnitte auch in möglichst kurzer Zeit dann dem Verkehr freigeben werden. Das ist mein Wunsch, sodass die Langelsheimer und auch die Astfelder wieder an der B82 an Wohnwert gewinnen. Schönen Dank. Das letzte Hindernis zu nehmen. Jawohl. Wir tragen das nach drüben hin. Das ist unsere leichteste Übung. Ja.